Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Startup Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, guten Morgen erstmal. Bei mir ist es jetzt gerade 7 Uhr morgens. Egal. Ja, wir haben die Alpha 16 und was gibt es alles Neues? Also, wir sehen erstmal schon mal in unserem alten Unternehmen. Hier haben wir schon einiges. Wir sehen hier, die haben 1000 neue E-Mails gekriegt. Und hier steht schon das erste neue. Nächster Meilenstein, mieten Sie ein Hosting-Gebäude. Denn es gibt jetzt Hosting-Gebäude. Und dazu müssen wir auf die Stadtkarte, da kommen wir hier hin, unten hin. Das ist nämlich auch komplett neu. Und da gibt es hier so lustige Hosting-Gebäude. Billiges Hosting-Gebäude. Ich weiß nicht, ob man da mehrere von kaufen kann. Oder warum das hier so im Karree ist. Aber vielleicht kommt da noch mehr dazu. Dann gibt es das mittlere Büro. Das sind jetzt so einzelne Gebäude, die man hier sieht. Dann gibt es das mittlere Hosting-Gebäude. Was Vorauszahlung 100.000, Miete 6.000 im Monat. Eine Anfangstemperatur von 15 Grad. Ich denke mal, das ist einfach platzbedingt, was man da reinkriegt. Und hier haben wir noch das Großhosting-Gebäude. Da müssen wir 10 Millionen für investieren als Vorauszahlung. Und es kostet uns knapp 250.000 im Monat. Also das ist jetzt für uns, selbst für uns, noch nicht erreichbar. Ich muss zugeben, wir werden neu starten. Ich will das jetzt hier in dem Spielstand nur mal zeigen, was es alles Neues gibt. Ich möchte nämlich einen Neustart haben, ohne dass ich das hier. Das ist das große Bürogebäude. Alles klar. 50, 1 Meter. Aha, okay. Gut. Das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. So, ich möchte hier erstmal bloß zeigen, was neu ist. Und dann fangen wir neu an mit einem neuen Unternehmen. Und dann gucken wir mal, wie der weiterkommt. So. Jetzt, wo wir das durch haben, dann gibt es natürlich auch neue Meilensteine. Wenn man. Wo sind die? Risikokapital. Da sehe ich sie. Johnny Invest abkaufen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Das ist auch neu. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm jetzt Teile abkaufen kann. Nein, wahrscheinlich nicht. Wieder bloß eins am Stück. Schade. Und hier sehen wir die neuen Meilensteine. Fügen ein zweites Feature hinzu. Hier fängt dann das Neue an. Ich glaube, das ist auch neu hier. Mindestens ein Feature-Level von 100. Dann miete ein Hosting-Gebäude. Das wäre neu. Produziere Minimum 2500 CU. Und generiere einen Profit von mindestens 1 Dollar pro Monat. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Und erwerbe mindestens einen Konkurrenten. Und da sehen wir auch was Neues. Da sehen wir nämlich was richtig Neues. Denn wir können jetzt einen Konkurrenten aufkaufen. Beim Risikokapital hier unten fehlt mir irgendwie dieser Punkt hier Buyout. Der ist im Investmentbereich vorhanden. So. Eigentlich. Denn was Neues, Investmentangebote. Das heißt, es gibt Unternehmen, die bieten Geld dafür, dass sie Anteile an meiner Firma kaufen dürfen. Zum Beispiel JHA Capital sagt, wir möchten ganz gerne 5% für 35, nee, für 37 Millionen von ihnen erwerben. Das heißt, wir können hier auf den Schlag 37 Millionen Kapital erzeugen, indem wir 5% unserer Firma verkaufen. Wenn wir unsere Firma natürlich komplett an irgendjemand anders verkaufen, dann sind wir sie los. Und das ist natürlich dann wieder das gleiche Spiel. Ich weiß nicht, ob wir dann das Geld haben oder nicht. Hier würden uns also 7,4 Millionen pro Prozent an Dollar geboten. 7,4, hier ist es der beste Preis, glaube ich, mit 7,494 Millionen. Und das kann man dann akzeptieren und dann kann ich jetzt zum Beispiel an die Geld Group, alles klar, 8% des Unternehmens verkaufen und würde dann 60 Millionen auf dem Schlag haben, die wir dann investieren könnten. Zum Beispiel in ein großes Hosting-Gebäude oder in andere Unternehmen. Denn das können wir jetzt auch. Wenn wir einen Mitbewerber haben, und da sehen wir haben wesentlich mehr Mitbewerber, das ist auch neu. Es gibt hier tausende von neuen Mitbewerbern und auch neue Icons. BitTube ist immer noch auf 1, da sind wir auch noch Top Investor, das ist auch schon richtig was wert. Ach nee, da sind wir nicht mehr Top Investor. Ach, na guck mal an, das hätte richtig was gebracht. Wo sind wir denn jetzt Investor gewesen? Ach, ich weiß wo, Streamingdienste. Wir wollten mal gucken, was wir mit Twitch machen können, damit besitzen wir nämlich 10%. Wenn du 100% des Konkurrenten besitzt, kannst du alle Nutzer auf dein eigenes Produkt transferieren. Ja. Aktuelle benötigte.
Dauer 7 Tage. Ah ja, da kann man das fusionieren. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel Twitch komplett aufkaufen würde, kann ich den User auf meine Seite transferieren, die die schon besitzen. Das ist doch schön. Dann kann man nämlich die Konkurrenten so langsam sich alle wegkaufen und wird dann der Größte vom Größten und dann ist alles gut. Ich weiß nicht, ob ich von anderen Diensten, das ist wieder die Sache, wenn ich jetzt nämlich einen Video-Content-Hoster bin oder beziehungsweise wie Twitch quasi ein Streaming-Dienst. Wenn ich jetzt eine Einkaufsplattform habe und die aufkaufe, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Who Sells, könnte man sogar leisten, kann ich die... Nee, kann ich nämlich nicht, glaube ich nämlich auch nicht. Das dürfte nämlich nicht gehen. Und dann kann ich das einfach hier auch schon... Ja, hier kann ich das anklicken, genau. Ich habe kein eigenes Produkt in dem Bereich und deswegen würde das, weiß ich nicht, wenn ich das übernehme, als Nebenprodukt hier erscheinen. Ich weiß es nicht. Was ich auch kann jetzt ist, ich kann ein neues Produkt quasi einfach gründen. Das geht auch. Wahrscheinlich mache ich das dann, man das bei der Übernahme dann auch so. Man gründet ein eigenes Label unter dem. Man sagt dann hier, das ist jetzt das und das. Und das ist hier zum Beispiel StudiVZ und dann geht das los. Und da transferiere ich die Leute hin und dann muss ich dann aber erstmal noch die ganzen Grundlagen dafür schaffen, dass ich die da auch hinkriege. Dann ich muss ja potenziell die Nutzer auch aufnehmen. So war das ja. Gut, und dann sieht man hier, du hast eine E-Mail erhalten und das sind, hallo? Da würde ich gerne die E-Mail lesen. Ich hier mal ganz kurz. Nee? Achso, hier kann ich lesen. Und da sieht man die verschiedenen Investmentangebote, die man dann kriegt. Ne? Liste Investmentangebote. Ich denke mal, das wird jetzt auch zunehmen, dass man dann immer mal wieder diese ganzen Investmentangebote bekommt. Das ist erstmal alles neu. Dann, gab es noch ein paar Hotfixes hinterher, aber das ist erstmal nicht weiter schlimm. Ich denke mal, da wird es auch immer wieder welche neue oder Hotfixes geben. So oder so ähnlich kann unser Unternehmen dann wieder funktionieren. Und wir fangen aber komplett neu an und das auch ohne, also wirklich als einständiges Unternehmen, ohne dass jetzt hier schon einer bei mir eingekauft sind, wo wir 100% erstmal besitzen. Dann können wir uns immer überlegen, ob wir vielleicht eventuell so ein, zwei Anteile mal verkaufen. Und ja, das wollen wir jetzt machen. Deswegen gehen wir ins Hauptmenü und sagen, wir machen einen neuen Spielstand. Ich weiß gar nicht, bleibt das erhalten? Ich denke schon. SD Games 2. Ja, Spielstand. Einen Firmennamen soll mal eingeben. Ja, dann nehmen wir jetzt die... Ich es gleich nenne, dann ist der Spielstand weg, ne? Steel Games. Ja, wie können wir uns denn nennen? Ach, da die Namen-Dinger wieder. Dann nehmen wir uns bloß die. So, das ist ja egal. So. Sieht man sowieso kaum. Fortsetzen. Und wir werden gar nicht mehr gefragt. Bevor du ein Unternehmen gründen kannst, musst du aussehen, welche Produkte du erstellen möchtest. Ja. Wir wollen diesmal ein soziales Netzwerk machen. Ja, wir wollen diesmal ein soziales Netzwerk machen. Das ist noch interessant. Und dann geben wir der ganzen Sache den Namen StudiVZ. So, das gab's schon mal, das kennt man schon. Dann machen wir einfach mal eine neue Gründung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen verwenden darf. So. Und hier haben wir wieder Johnny Invest. Der Investoranteil beträgt nur noch 40%, nicht 60%. Das ist schon mal schön. Vorauszahlung 15.000, Schwierigkeit einfach. Und dann haben wir die ganzen Meilensteine. Und hier haben wir starten ein Unternehmen ohne Investor, aber mit einem Kredit nicht empfohlen für neue Spieler. Investoranteil 0%, Vorauszahlung 0 Dollar, Schwierigkeit hart. Das probieren wir einfach mal. Bist du sicher? Ja, bin ich mir sicher. So, wir haben also 0 Dollar. Und wenn man 0 Dollar hat, kann man natürlich auch nichts machen. Da kann man, glaube ich, habe ich schon überhaupt ein Büro? Kann ich mal ein Büro mieten? Vorauszahlung 10.000, 3.000 im Monat. Ich besitze doch kein Büro, oder? Mitarbeiter, du hast doch keine Mitarbeiter? Nö. Gegenstand kaufen. Hoppala. Upsala. Ja, das geht natürlich nicht, wenn man kein Büro hat. Da hat er recht. So, gut. Wir müssen also irgendwie an Geld kommen. Das heißt, wir brauchen...
Kann ich denn Firma, Vorteile? Nee. Zeige neue Objekte? Nö. Kann ich den Kredit aufnehmen? Finanzen wahrscheinlich. Kredite. Und hier kann man einen 40.000 Dollar Kredit aufnehmen. Der Plan belegt, dass wir es 365 Tage, also täglich müssen wir 128,20 Euro zurückzahlen und bezahlen am Ende 46.000 zurück. Den Kredit nehmen wir erstmal auf. Damit müssen wir uns erstmal zufrieden geben. So, Errungenschaft freigeschaltet, ein kleines Darlehen von 1 Million. Was? Euro? Nimm einen Kredit auf. Okay, das ist natürlich eine Errungenschaft, aber okay. Wir haben eine E-Mail erhalten, da wird wahrscheinlich drin stehen, dass wir einen Kredit genommen haben. Herzlich willkommen. Ach, Jonas begrüßt uns wieder. Das ist schön. Und hier haben wir dann den neuen Kredit. Sehr gut, von Easy Money. Der Zinssatz ist etwas hoch. So, wir müssen erstmal ein kleines Gebäude mieten. So, da sind wir dann. Und dann brauchen wir natürlich für unser Produkt, wir brauchen Features, wir brauchen ein Framework. Das kostet erstmal nichts, Forschung 0 Punkte, dann können wir das erstmal installieren. So, dann brauchen wir was? Da zurück. Müssen wir erstmal ein Feature hinzufügen. Wie wäre es denn mit einer Startseite? Forsche 12 Punkte. Haben wir Forschungspunkte? 20. Alles klar. Das ist doch schon mal schön. Feature hinzufügen. Bestätigen. So, wir brauchen UI-Komponente, Backend-Komponente, Vorlagekomponente und eine Grafikkomponente. Also das zweimal Programmierer und zweimal Grafiker. Heißt, wir brauchen 2 Arbeitsplätze. Ein Arbeitsplatz und einen zweiten Arbeitsplatz. So, dann brauchen wir Mitarbeiter und dann braucht man einen Einstellungsprozess. Da braucht man einen Entwickler, einen Tag für 1000 Dollar. Das beginnen wir mal und dann müssen wir die Zeit mal laufen lassen, damit hier ein paar Bewerbungen kommen. Und da haben wir hier gleich schon einen für 198, den stellen wir doch direkt mal ein. So, der sieht doch schon mal ganz gut aus und der dürfte mir dann das Produkt Geld aber richtig selten kriegen. Alles erforschen, der Knopf ist auch neu. Training braucht er nicht, wir machen jetzt erstmal was hier. Entwicklung. Programmier mal was. So, wir machen hier auch Pause. Wir haben noch 20.000. Okay, gut. Geld kommen wir nochmal erstmal klar. Dann brechen wir hier den Einstellungsprozess ab und sagen, wir wollen gerne auch einen Designer haben. So. Und hier sagt er mir neue 0 Investoren. Huch, hat er sich das nicht gemerkt? So. So, Feature hinzufügen. Zugefügt. Verbessern. Da müssen wir. Ja, hat er sich gemerkt. So, Gesamt-CU haben wir 500. Also wir haben einen Rechner und wir können noch am Anfang, glaube ich, können wir hier die Teile mieten, die virtuellen Server. Aber ich glaube, da gibt es eine Begrenzung, dass wir dann irgendwann wirklich das Häuschen brauchen. Das sagt doch gleich die Servergebäude. So, gut. Also, wir lassen erstmal die Zeit wieder weiterlaufen und gucken nach den nächsten Bewerbern. Wenn die sich bei uns melden, da wollen wir natürlich auch einen schönen Designer haben. Er macht erstmal eine UI-Komponente. Das dauert bei ihm natürlich erstmal noch ein bisschen. Jetzt melden sich hier schon ein paar Kandidaten. 190. Also ich hätte gerne schon auch einen richtig guten, wenn dann gleich am Anfang. Natürlich muss man am Anfang auch ein bisschen aufs Gehalt gucken, was die Jungs uns kosten. Da haben wir einen 199er für 3000. Den stellen wir doch dabei ein. Eingestellt. So, Einstellungsprozess abbrechen. Du hast jetzt gerade nichts zu tun. Dann machst du mal so eine hier. Und dann setzen wir hier den Grafiker hin und dann fangen wir an. So, das brauchen wir auf jeden Fall und das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann machst du mal uns eins davon. Wenn ich mich recht erinnere, ne, bei den Features. Verbessern, genau. Vorlagekomponente und eine Grafikkomponente brauchen wir. Und er macht schon mal die Backend-Komponente fertig. Gut. Um an Geld zu kommen, müssen wir natürlich auch. Darf ich denn schon? Ne, Vertriebsleiter darf ich noch gar nicht. Das wäre so das nächste, den ich brauche. Da muss man mindestens Stufe 2 sein. Alles klar. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben schon 44 von 200 Punkten.
Schreibmaschine starten. Wir sind an Tag 2. Und es kostet uns 40 Dollar momentan, unsere Webseite, die wir haben. Oder so, wie wir sie haben. Das ist alles noch okay. Unsere Mitarbeiter sind wesentlich teurer. Da müssen wir dann mal nachher gucken, wie das denn abläuft. So, dann machen wir hier noch einen. Und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus bei den Transaktionen. Wir, wenn wir über Nacht kommen. Ah, es hält sich noch. So knapp 500, die wir minus machen pro Tag. Das geht noch. Ich weiß noch nicht, ich muss Werbung, muss ich dann auch noch schalten, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kostet mich denn Marketing einen Tag? 1000 Dollar, okay. Gibt es da noch mehr jetzt neuerdings? Marketing? Nee, da gibt es noch nicht mehr, okay. Beim Hosting gibt es, ja, da ist ja das neu. Und wenn wir hier ein Feature hinzufügen wollen, müssen wir erstmal erforschen. Da gibt es eine Kommentarfunktion. Startseite, Kommentarfunktion, Hochladen von Bilder, Teilenfunktion, Videofunktionalität, Chatsystem. Aber auch nur 6. Hm? Okay, gut. Ah, egal, kriegen wir alles hin. So, du bist untätig. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Machen wir hier noch so einen. Du machst das automatisch wiederholen erstmal an. Und du bist auch untätig. Machen wir so einen. Und jetzt können wir das erste Mal ein Feature, sagen wir mal, verbessern. Und haben die Chance, um zumindest ein paar Leute bei uns hinzubekommen. Das ist schon wieder so ein bisschen begrenzt, ne? So, Statistik. Wir können jetzt potenziell 2500 Nutzer haben. Dann werben wir mal und holen uns mal ein paar neue Leute. Und da sehen wir, es kommen sogar Leute auf unsere Seite. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Registrierte Nutzer. Na, da haben wir doch schon mal. Mal gucken, was uns das bringt. Wir sind werbefinanziert übrigens. Das ist quasi die Art und Weise, wie wir an den kommen. Und jetzt haben wir schon bloß noch minus 29 Dollar. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Richtig gut, ne? 4-5 Millisekunden. Mann. Also, unser neues Unternehmen und wir werden also StudiVZ neu wieder aufbauen. In der Alpha 16 werde da jetzt gleich noch eine Runde weitermachen und der Anfang, das wird bestimmt interessant und wieder schön ein bisschen, aber nein. Aber es gibt viele Neuerungen. Viele Sachen, die wir jetzt hier dort benötigen. Warte mal, wir haben mal die Backend-Komponente, wenn da eine von Mod, wir lassen die mal noch in Einzelproduktion, werden uns da schön einzeln drum kümmern. Ich werde auch erstmal versuchen, mit den beiden Leuten so weit zu kommen, wie es geht. Also wirklich jetzt erstmal das bis Stufe 5 ausbauen hier, unsere Startseite. Ich denke mal, dann sind wir dann auch Level 2 und können dann, also war gleich Level 2. Sehr schön, können dann den Vertriebsleiter uns dazu holen. Genau. Dann haben wir nämlich jemanden, der für uns eventuell Sachen besorgt. Wir können Gegenstände aufstellen. Der für uns Aufträge besorgt, wo wir extern Geld verdienen können. Denn mit einem Vertriebsleiter, wo wir jetzt noch Suche schon mal beginnen, haben wir durchaus die Möglichkeit, so einzelne Komponenten mal zu verkaufen. So. Gucken wir mal. Da haben wir einen mit 190 für 4000. Oh, das ist ganz schön teuer. Nochmal 4000. Na, wir gucken mal, was so kommt. Wir haben eine Weile Zeit. So, wir werden jetzt aber erstmal, wenn er hier die UI-Komponente fertig hat. Fertig, okay. Ist untätig, dann machst du mal noch eine UI-Komponente. Können wir jetzt hier bei der Feature-Liste verbessern, auf Level 2 erhöhen. Und können wir 6800 Leute dazu holen auf unseren Server. Und das geht natürlich nur über Marketing. So. Dann haben wir noch 11.000. Also ich glaube, wir brauchen dringend den Vertriebsleiter. So, die müssen wir jetzt natürlich auch noch einen Stuhl denn, dafür kaufen. Und dann gucken wir mal, Kandidaten. Man will natürlich das Bestmögliche, aber 5200, da ist er mir eigentlich zu teuer für. Vertrieber hat den auch unter 4000, die sind alle sehr teuer. Naja, mal gucken. Zeitmaschine starten. Über Nacht bewerben sich ja jede Menge Leute. So. Ob wir da was kostengünstiges. Hier haben wir einen 174er maximal. Na gut, okay, aber der kostet bloß 3800. Den stellen wir mal ein. Und der wird eingesetzt und der soll uns erstmal kleine Aufträge suchen und automatisch wiederholen. Trainieren soll er erstmal nicht und dann soll er mal nach Aufträgen suchen, damit wir vielleicht eventuell was verkaufen können. Und ein bisschen Geld quasi durch Verkaufen von entwickelten Komponenten machen.
Ja. Vorwiegend Grafikkomponenten würde ich gerne verkaufen, weil ich glaube, die kann ich schneller herstellen. Deiner ist ein bisschen bitter. Gut, das wird's gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis denn. Tschüss.